Herausforderungen im Turnsport angehen. Gegen ich, Turnen. Unser Leben, auch unser sportliches Leben, ist immer in Bewegung. Die Bevölkerung im Aargau bewegen. Da helfen wir mit, als das koordiniert werden kann. Sie sind jetzt also der erste Regierungsrat, den ich treffe, A, den ich verstehe, B, der nicht zu lang ist, dunkel genug gescheit, was sie gesagt hat. Mega geiler Sieg. Interessante Referenten, darum haben wir gedacht, wir gehen das mal anschauen. Ein Ziel wird für mich erst wichtig, wenn ich es emotionell verknüpfe. Vor allem die Redner, die hier sind, das ist sensationell und ist wirklich super. Aber so, ich freue mich auch. Sehr spannender Vortrag. Förderung der Individualität. Das ist da, was ich mitnehmen kann. Wie tun wir in Zukunft den Verband gestalten, dass die Jugend bleibt? Auch als Geschäftsführer vom Eigengrössischen Turnfest 2019 sind wir natürlich sehr auf die Zukunft ausgerichtet und interessiert, was sich da in dieser Turnwelt tut und was die Zukunft bringt. Sport ist für mich in Zukunft eine Lebenseinstellung, die in unserer Gesellschaft extrem viel bewegen und bewirken kann. Sport muss eben sehr breit gedacht werden. Eben Spitzensport, Unterbreitensport und Bewegung dazu. Und Leute miteinander etwas machen, ist auch für die Gesellschaft enorm wichtig. Und darum ist es auch für die Politik wichtig, als Sport auch ein politisches Thema ist. Wenn man etwas innen, wirklich im Herzen spürt, Gas zu geben und aus verschiedenen Aspekten Perspektiven zu wechseln zu machen und die in Zukunft wirklich positiv hineinhaben. Es war eine unglaubliche Leidenschaft dahinter bei diesen Referenten. Und das ist das, was einen motiviert, um auch im Verein eben so mit Leidenschaft zu arbeiten. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann heiße ich Peter Pfändler. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, ist mein Name Roger Schawinski. Ich bin begeistert vom Anlass, weil ich durchwegs positive, zufriedene Gesichter sehe, gute Rückmeldungen bekomme. Es war unser Ziel, Leute zu inspirieren, zu begeistern, an die Zukunft zu glauben, die Zukunft mitzugestalten. Und ich glaube, das ist die Chance, die der Aargauer Turnverband hat, zu sehen, dass wir miteinander bewegen können, dass wir eine Position haben im Aargau und dass wir aus diesen vielen Einzelkämpfern, aus diesen vielen Vereinen eine starke Gruppierung machen können, die den Sport, den polysportiven Sport im Aargau vertreten kann.